Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute alles erklären rund um das Thema Normalangleichung bestimmen. Wenn ihr solche oder ähnliche Aufgabenstellungen vor eurer Schnauze habt, dann seid ihr goldrichtig. Also quasi bestimmen Sie die Normalangleichung in dem angegebenen Punkt oder andere Formulierung, bestimmen Sie die Gleichung der Normalen an der Stelle x gleich 2. Wenn ihr hier übrigens einen y-Wert haben wollt, weil hier die 18 nicht gegeben ist, müsst ihr die 2 in die Ausgangsgleichung einsetzen. Wie wird das Video jetzt heute aufgebaut sein? Ich erkläre erstmal, was ist das eigentlich eine normale, wenn es zum Beispiel in der mündlichen Prüfung gefragt wird, dass ihr auch versteht, was das ist. Dann zeige ich euch, wie kann man sie ausrechnen. Dann gibt es leider Gottes auch einen Sonderfall, über den man stolpern könnte. Und ganz am Ende gebe ich euch auch noch Kurzformeln, mit denen man das alles noch zeitsparend machen könnte. Kommen wir jetzt erstmal zur Frage, was ist das eigentlich eine normale? Und das ist die Linie oder die Gerade, das heißt, wir brauchen später eine Geradengleichung, die rechtwinklig zur Tangente ist. Klären wir auch gerne kurz die Frage, was ist eigentlich eine Tangente? Das muss man hier zum Verständnis wissen. Und dazu gucken wir uns direkt einfach mal ein grafisches Beispiel an. Hier auf dem Graphen habe ich jetzt mal exemplarisch zwei Punkte eingezeichnet. Und wenn man zum Beispiel an den Punkt die Tangente legen würde, müsste die so verlaufen. Wichtig ist, sie berührt die Kurve hier nur und sie schneidet nicht durch. Wenn wir das hier in einem anderen Punkt machen würden, würde die Tangente zum Beispiel so verlaufen an der Geschichte. So, das ist die Tangente und wenn ich jetzt dazu die Normale haben möchte, dann brauche ich ja die Linie, die rechtwinklig und ist wichtig, durch den gleichen Punkt geht, wie den, wo wir die Tangente angelegt haben. Also hier wird die quasi so aussehen und da würde sie so aussehen. Da es wichtig ist, dass wir hier im Endeffekt dann einen rechten Winkel haben und wir sehen, die rote Linie schneidet durch und die Tangente berührt nur, das ist auch ein wichtiger Unterschied. Was wir jetzt einmal fürs weitere Verständnis kurz festhalten müssen, ist dann, also es ist ja eine Geradengleichung und eine Geradengleichung ist ja immer y ist gleich m mal x plus b. Wobei dann halt m die Steigung ist und b der y-Achsenabschnitt. Das heißt, wenn ich die beiden Werte bestimmen kann, kann ich auch die gewünschte Geradengleichung aufstellen. Den Zusammenhang, den man jetzt im Endeffekt wissen muss, ist, wir haben ja dann eine Gleichung für die Tangente. Also sagen wir jetzt mal, y ist gleich. Jetzt schreibe ich hier hin m Index t, und das bedeutet die Steigung der Tangente. X plus b von der Tangente und dann haben wir auch eine normalen Gleichung. Y ist m Index n ist die Steigung der normalen plus den y-Achsenabschnitt b von der normalen. Und bevor euch das jetzt viel zu kompliziert erscheint, wir brauchen eigentlich nur die beiden hier im Zusammenhang. Weil rein mathematisch ist es ja so, dass die beiden sind ja rechtwinklig aufeinander. Und dafür gibt es in der Mathematik eine Formel, die das beschreibt, dass wir es mit der Steigung ausrechnen können. Wenn es nämlich im Endeffekt so ist, dass die beiden rechtwinklig aufeinander sind, muss gelten, dass die Steigung der Tangenten mal der Steigung der normalen minus 1 ergibt. Und warum ist das jetzt so sinnvoll? Weil ich dann die Steigung der Normalen berechnen kann, indem ich minus 1 durch die Steigung der Tangenten rechne. Jetzt schauen wir uns ein konkretes Rechenbeispiel an, nämlich das von gerade eben. Hier ist die Funktion gegeben und ich soll jetzt die Gleichung der Normalen bestimmen. Dazu müsste ich ja erstmal die Steigung von den Tangenten bestimmen. Und dazu muss man Folgendes wissen. Die Tangentensteigung kriegt ihr immer über die erste Ableitung. Also dann bekommen wir die Steigung der Tangente über f' an der Stelle w oder ich sage es mal x-Wert, wo wir sind. Das ist bei uns nämlich 2. Also müssen wir erstmal die erste Ableitung machen. Das ist 3x² plus 5. Dann muss ich die Stelle w gleich 2 da einsetzen. Das ist der nächste Schritt. Also f' an der Stelle 2. 3 mal 2²
plus 5, 3 mal 4, plus 5, 12 plus 5, 17. Also wissen wir jetzt im Endeffekt, dass die Tangentensteigung 17 wäre. Dann können wir das jetzt in diese Formel da oben einsetzen. Also ist die Steigung der Normalen minus 1 durch 17. Ich habe einfach den Wert hier in den Kehrwert mit einem Minus genommen. Kann man sich dann auch merken. Das heißt, vorläufig sieht meine normalen Gleichung so aus. Y ist minus 1 Siebzehntel x plus b. Das ist nochmal die Standardgeradengleichung, die ich hier verwende, bevor ich nicht ganz klar ist, was ich da nehme. Das ist y m mal x plus b. Das m konnten wir jetzt hier übernehmen. Jetzt muss ich ja das b bestimmen. Um das b zu bestimmen, bräuchte ich einen Punkt, wo ich weiß, wo die Gerade durchgeht. Und den Punkt haben wir. Dann haben wir hier, der Punkt hat dann x und y Wert. Für x können wir 2 einsetzen und für y 18. Also habt ihr minus 1 Siebzehntel 2 plus b. Dann rechnen wir das jetzt noch rüber. Dann habt ihr jetzt hier 18 plus 2 Siebzehntel ist b. Dafür machen wir dann einfach eine Nebenrechnung. Und dann ist 308 Siebzehntel gleich b. Jetzt können wir die normalen Gleichungen auch hinschreiben. Das ist dann y ist gleich minus 1 Siebzehntel x plus 308 Siebzehntel. Das allgemeine Vorgehen könnt ihr dann an der Stelle immer so machen. Das bedeutet, ihr geht hin, berechnet erstmal die Ableitung. Erster Schritt. Danach setzt er den x-Wert in einem Punkt, wo er es haben wollt, da ein. Dann habt ihr nämlich jetzt erstmal hier die Steigung der Tangenten. Aus der Steigung der Tangenten könnt ihr mit dem Kehrwert die Steigung der Normalen machen. Dann habt ihr jetzt hier erstmal eure vorläufige Normalengleichung. Dann müsst ihr x und y-Wert einsetzen von dem Punkt, um b zu bestimmen. Dann macht ihr ein paar Nebenrechnungen. Und dann im sechsten Schritt schreibt ihr das ganze Ding einfach nochmal hin. Jetzt kommen wir zu einem Sonderfall, der hier auftreten kann. Es ist besser, wenn man den weiß, damit wir in der Prüfung nicht drüber stolpern. Gucken wir uns das Beispiel hier an. Und ja, wenn wir das genau das gleiche machen sollen wie gerade eben, gleiches Vorgehen, erste Ableitung machen, die Stelle hier einsetzen, minus 2 mal 0 ist 0, dann ist die Steigung der Tangente gleich 0. Und für die Normale wäre es ja minus 1 durch das da oben, das ist die Formel. Und minus 1 durch 0, meine Damen und Herren, ist nicht definiert. Was bedeutet das jetzt? Heißt es, es gibt keine normalen Gleichungen? Anschaulich gesehen, wenn das hier die Kurve ist und das die Stelle, um die es geht, dann wäre die Tangente, würde ja so aussehen. Und ich kann tatsächlich hingehen und zu der hier eine rechtwinklige Linie ziehen, nämlich die hier. Das Problem ist halt, dass die jetzt eine unendlich große Steigung hat und dann sind sich die meisten nicht ganz sicher, wie sie das angeben sollen. Und da könnten wir jetzt einfach folgenden Trick ziehen. Wenn wir jetzt nämlich hier diese grüne Gleichung haben, das ist die Tangente, das ist y gleich 3, dann ist die normale x gleich 0. Das heißt, wenn ihr diesen Sonderfall habt, dass er hier durch 0 teilt und das nicht definiert ist, dann kriegt ihr die Tangenten und die Normalgleichung relativ geschenkt. Dann habt ihr nämlich hier, der x-Wert ist die Normalengleichung, schreibt ihr x gleich 0 für die Normale hin und für die Tangente schreibt ihr hin y gleich 3. Natürlich, wenn ihr hier andere Zahlen habt, sehen die dann auch anders aus. Da müsst ihr halt noch aufpassen. Zu guter Letzt, wenn ihr einfach dann Zeit sparen wollt, dann müsst ihr so genau wissen, gibt es hier auch Kurzformeln für das Ganze. Hier einmal die Tangentengleichung, hier einmal für die normalen Gleichung. Wenn der Punkt zwei Koordinaten hat, also sagen wir es mal 2 und 10, dann ist das u die 2 und f von u ist 10.
Also hier müsste dann quasi F und U10 einsetzen für das UDI2. F' an der Stelle U ist die erste Ableitung, wo ihr dann 2 eingesetzt habt. Und hier fällt uns auch ziemlich gut auf, dass die beiden Steigungen hier diese Formel von gerade eben erfüllen. Also dass wenn wir minus 1 durch die Steigung der oberen machen, haben wir die Steigung der normalen. Ich hoffe, du konntest in dem Video was mitnehmen und was lernen. Das habe ich gerne gemacht. Hier ist noch eine persönliche Nachricht von mir. Lass dir von keinem Menschen erzählen, dass du irgendwas nicht kannst. Lass dir von niemandem erzählen, dass du zu dumm für irgendwas bist. Mathe ist kein Rätsel mit 1000 Siegeln. Mathe kann man lernen und du bist gerade genau dabei, das zu tun. Auch wenn man die Dinge am Anfang nicht kann, ist nur eine Frage der Zeit, dann kannst du die. Wenn du Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Wenn du jemanden kennst, der gleich im gleichen Thema wie du hockst, dann kannst du das Video auch gerne teilen. Wenn du noch irgendwelche Anstöße für Themen hast oder Sachen, zu denen du gerne Videos hättest, schreib es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, glaub an dich, du kannst das alles.